Recht herzlich willkommen zur 122. Folge von Simotrans. Ja, hier fahren die teuren Schiffe durch die Gegend. Ja, das ist unser Problem im Endeffekt nur. Wir sehen jetzt gerade nicht so ganz so viel Positives. Oder letzte Folge haben wir noch Negative gesehen, die alle unser Geld ausgeben. Jetzt gucken wir mal Betriebsgewinne an, aber das sieht noch ganz positiv aus. Wir nehmen also immer noch ein, obwohl wir viele haben, die auch schlechte Zahlen schreiben. Aber dem ist dann so, ne? Und da ist irgendwie, ne, der fährt aber trotzdem schon, okay. Der kann da jetzt reinfahren und dann gibt's irgendwo Öl wieder. Das war doch hier Öl, ne? Ja, ein Ölfeld ist das, okay. Und da wird jetzt sofort beladen, weil irgendwer jetzt Öl braucht. Das wird dann auch voll sein gleich. 97 und auf geht die Reise, gut. Ja, der ist ja auch schon da oben unterwegs, der zweite Zug, weil wir da zwei haben. Jetzt ist die Frage, wo der entlädt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das sogar hier war. Was war Kunststofffabrik hier, ne, oder? Eine Raffinerie ist das, okay. Der fährt jetzt da, aber vorbei. Die Raffinerie braucht also nix. Das war ein Kohlekraftwerk. Wer wird denn hier dann... Das war... Was war das denn hier? Also Erz. Bergwerk. Dann kann das ja nur da oben irgendwie eine Scharmierhütte sein oder sowas. Da war der... Hier, das müsste dann sein, dass hier was gebraucht wird, ne? 442. 504. Okay, der wird dahin fahren dann. Okay. Ja, gucken wir weiter, ne? Da kommt er jetzt, fährt dann wahrscheinlich da durch. Wartet auf Freistrecke, okay, weil der da noch ist, ne, oder? Ja. Der Kohlezug braucht länger. Mit einmal Kohle dran, oder was ist das da? 3 Tonnen Kohle fährt durch die Gegend, ist aber rentabel, interessanterweise. Wahrscheinlich ist das nur für den Rückweg und auf dem Hinweg nimmt er irgendwas anderes mit. Das kann natürlich auch sein, ne? Holt er Eisenerz oder was? Müsste man gleich gucken, aber wahrscheinlich ist das sogar so. Der fährt nach da oben. Ja, dann können wir mal gerade hier schneller laufen lassen, dann sehen wir auch, wo die hinfahren. Da ist auch der Dingenszug, der kommt dann nämlich hier hin. Und der wird dann hier entladen und wieder zurückfahren, würde ich sagen, ne? So, da passt's. So, und jetzt haben die dann Öl hier wieder. 765, dann läuft das da. Können wieder alle anderen Sachen machen, ne? Dreht um und fährt wieder raus. Ach, guck mal, der zweite ist auch schon da. Dann haben die aber hier reichlich, ne? Dann sollte das wieder so sein, dass da nichts mehr nachkommt. Dann reicht es erst wieder für eine ganze Weile. Ah, guck mal, der Zug fährt jetzt wieder weiter. Leer allerdings. Ja, und holt halt dann eben dementsprechend das Entscheidende, alles gut, würde ich sagen, ne? Ja, hier Getreide, ne, oder? Ja, das läuft auch. Ja, dann gucken wir uns mal die Städtchen wieder an. Irgendwo, irgendwo gewachsen ist, oder? Ja. Hier ist ja nix. Hier ist auch alles gut. Dann nach Riedenburg. Da ist auch nichts. Da oben ist nichts passiert. Waldeck. Ja. Ist auch nichts. Lotto. Passt auch. Irgendwo fährt ein Schiff gerade ab. Ja, hier geht was voran. Sondershausen wird immer größer und lauter.
Wächst halt auch, ne? Na, guck mal, hier haben sie jetzt schon das auch so ein bisschen hochgebaut. Könnte also bald sein, dass da was hinkommt. Döbeln. Ist noch immer in den Grenzen, ja. Radolfzell. Sieht auch noch gut aus. Ist auch nix. Dann haben wir hier noch Adenau. Und Adenau ist auch gut ausgebaut. Passt also. Hier wird wahrscheinlich am ehesten was passieren, dass wir dann dahin müssen. Werden wir uns dann angucken, wenn es soweit ist, ne? Sonst haben wir alles im Griff. Das bedeutet jetzt wieder, ja, Plan aufmachen, Fahrzeuge nach Gewinne gucken und überlegen, was man da macht, ne? Ja, da steht da jetzt schon Tage, Wochen, Monate vielleicht, aber da kostet auch dann wenig Geld. Sind wir mal 11.000, hat er eine Fahrt wohl schon gemacht. Lohnt sich aber nicht. Den würde ich jetzt auch stehen lassen erst, aber hier, das ist ja so ein Ding, ne? Da muss man nochmal genau überlegen, was wir mit der Straße machen, ne? Ja, Schienen haben wir legen, Bahnhöfe haben wir stehen. Es ist zu wenig, aber was da ein- und ausgeht, ne? Hier warten 200 Gäste. Weil die warten auf Schiff, ne? Und nicht auf Straba. Sechs Postsäcke sind hier. Einer davon nach Hadexen. Der Rest ist intern, ne? Alt, neuer. Wo ist denn der Postbulli? Da oben. Der fährt jetzt da oben dran, ne? Ja. Jetzt haben wir die Kirche erwischt hier. Ich wollte eigentlich die Straßenbahn erwischen. Da ist sie auch. Die warten auf die andere Richtung wahrscheinlich. Ja, hier fahren paar Gäste mit uns, ein paar Postsäcke sind da dran, ne? Aber am Ende ist es zu wenig. Fährt jetzt da rein. 23, 26. Jetzt Postsäcke sind es mehr geworden. Ein Passagier ist auch noch zugestiegen. Aber insgesamt gesehen zu wenig. Post würde sogar sagen, geht, aber das andere ist ja echt mau, ne? Das ist eine Verbindung zwischen Hafen und hier Zuglinie, ne? Wartet auf freie Strecke, der wartet auch auf freie Strecke. Wo ist denn freie Strecke jetzt? Der da gerade durchfährt, ne? Der besetzt das da wahrscheinlich. Wenn er durch ist, kann da unten auch der aus dem Bahnhof raus, ne? Gehe ich mal von aus. Wenn wir jetzt sehen, der müsste jetzt gleich weg sein, der Zug. Ja, ist so. Dann fährt er da jetzt aus dem Bahnhof raus und dann kann auch der andere wieder da reinfahren. Das war unten der Triebwagen, oder? Für Personenverkehr. Ja. So 27 zu 4 ist da jetzt in der Straße. Das ist 29,5. Ja, Dolle ist was anderes, ne? Steigen da noch welche zu jetzt? 29,5. Mal gucken. Ich wollte gerade sagen, der hält noch nicht mal an, doch. 28,3, da wurde sogar entladen am Berg. Nicht zugeladen. Sondern entladen. Okay, nach Hadexen gehört ja auch, glaubt, die Fabrik. Und nicht nach Altenau. Dann ist klar, dass da keiner zusteigt. So, jetzt kommen wir hier rüber. Ja, 34,3.
Passagiere dazu und fahren 500 Meter weiter, wo sie auch zu Fuß hätten laufen können. Naja. Wir steigen dann hier aus, ne? So, ja. Puh, 15 und 3. Und da oben steht immer noch eine fünfstellige negative Zahl. Tut sie nicht wirklich was, ne? Dass es mal besser wird. Können wir mal gerade in die Statistik da gucken. Betriebskosten sind das, ne? Strecke Monat. Okay. Sind 300 Beförderung oder was? Ne, die sind hier, wenn. Okay, das ist aber mehr geworden. Aber auch nicht optimal, ne? Und die Betriebskosten, das ist die Geschwindigkeit. Ja, das, ja, Einnahmen ist interessant, ne? War mal richtig gut, wird jetzt mehr, aber so wie wir gerade sehen, ne? War es noch nie richtig toll, ne? Und der Profit ist unter aller Sau. Der war mal ganz positiv da. Keine Ahnung, wo da. Er steigt aber, ne? Wird mehr, also. Von Abstand nehmen sollten wir erstmal noch nicht. Ein bisschen abwarten und hoffen. Jetzt. Ja, wie viele Leute stehen hier? 83. Postzettel sind auch genug da. Ach so, da war ja der kleine Zug mit dem einen Güterwaggon für die Postzettel, ne? Fährt der denn schwarze Zahlen überhaupt mit dem einen Anhänger da dran, ne? Da ist er. Das glaubst du nicht, ne? Aber der hat 60 Sack Post da dran, ne? Die hin und her fährt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch einen zweiten dran machen müssen. Da müssen wir mal gucken, wie der Analas mal verfolgen und mal schneller gerade machen. Zurück ist er auch voll. Lass mal gerade gucken, ob er. Ja, da hinten wird er auch voll sein dann. Verfolgen wollen wir mal ausmachen. Der ist ja noch nicht da. Der wird ja hier reinfahren und hat hier genug Sackpost da. Das bedeutet mal nicht laden, dann zum Depot fahren, neuen Anhänger dran, ne? Schneller wieder. Steht er da? Hat nicht geladen. Zum Depot. Fahrzeug wurde zum Depot geschickt. Danke dafür, dass das Fenster schon weggegangen ist. Fahren wir schnell mit. Ist angekommen. Gehen wir rein und Waggons für Post. Ja. Das sind die. Ich glaube, wir machen da den dran, ne? Das sind dann 120. Ist dann die Frage, ne? Ja, starten, ne? Gucken wir, ob wir mit 120 weiterkommen, weil ist ja immer die Frage, wie viel nachkommen, ne? Wo ist denn der jetzt? Kann ich den noch anklicken? Gibt's gar nicht, ne? Jetzt habe ich ihn erwischt. So, wo fährt er zuerst hin? Das müssen wir noch gerade gucken. Aldexen Stahlwerk, ist das richtig? Weiß ich nicht. Fahr mal schneller. Nee, Aldexen Stahlwerk ist nicht richtig.
Wartet jetzt auf freie Strecke, sondern Baustoffhandel ist richtig. Knapp daneben ist auch vorbei, das war der Text. So, und jetzt Baustoffhandel, fährt da rein und nimmt dann 120 Säcke Post mit, richtig? Ja. Dann werden wir den optimieren noch. So, da hat er nämlich nur 11 jetzt drin. Vorhin hat er 60 gehabt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die andersrum auch da sind, die 60, ne? 120 sind sie auch. Ist in einer Richtung immer voll beladen, die andere nicht. Hatten wir aber zuerst, ne? Aber jetzt sind schon wieder 105. Sieht so aus, als ob es doch läuft, ne? Warten wir alle auf Freistrecke hier gerade. Kommt da einer durch oder was? Achso, der fährt jetzt. Das ist der Personentriebwagen, ne? Der fährt aber auch schwarze Zahlen ein, das ist alles gut. Dann fährt der auch. Ja. Lass mal nochmal verfolgen, lass mal schneller machen. Ja, der wartet immer sehr stark auf den, der vor ihm ist, ne? So, jetzt sind er nur 98 gewesen. Das war jetzt nicht so prickelnd, ne? So viel zum Thema, ne? Die Post ist wunderbar. Einer ist zu wenig. Allerdings wird er jetzt auch erst wieder regelmäßig vielleicht. 52 ist wenig. Da hätte der 60er wiederum gereicht, ne? 89? Na, ist über 60. Und ich glaube, der wird auf Dauer auf Plus fahren. 92? Ja, komm. Der zweite war schon richtig. Oh, jetzt keiner. Keine Post mit. Weil kein Schiff da war, oder was? Und das ist nicht gut. 52. Okay. Jetzt wieder 68. Ja, fährt auf jeden Fall plus aber ein, ne? Gucken, was er jetzt hat. 56, ne, ist alles gut, denke ich. Den können wir so lassen, das hat sich rentiert noch. Ja, steht aber Dings da gerade. Und hier haben wir 5 Säcke Post. Das war hier, ne? Genau, da war die Überlegung halt mit der Straba. Die da irgendwo nicht profitabel die Post durch die Gegend fährt, obwohl 45 Sack Post sind ja jetzt da, ne? Aber hier die Zahl ist nicht besser geworden. Statistik sagt, Einnahmen gleichbleibend in dem Sinne. Profit ist, weil neuer Monat oder was angefangen ist, ne? Jetzt da oben. Nochmal schneller grad. Profit fällt. Ja, bleibt, hält sich aber gerade. Vielleicht hat es mit dem Anhänger auch, den wir da mit der Post gemacht haben, beim Zug ein bisschen hier belebt, ne? Aber jetzt geht er runter. Ja. 22. September. Nee, Kurve geht sogar jetzt nach unten. Geht schlechter. Okay, hat jetzt nicht wirklich was gebracht hier, ne? Ja, gut. Ist halt so. Da sind Passagiere unterwegs. 71, 67. Post ist da. Wer ist denn hier im Bus am Sitzen? Keiner wahrscheinlich, ne? Aber siehst du, passt keiner drin. Ja.
Hier fährt ja auch der Dingens hin, ne? Ah, doch, da sind zwei Passagiere tatsächlich. Ja. So viel zu dem Thema. Sieht hier hinten aus, da gibt es vier Passagiere. Da drei Passagiere. Ist nichts Prickelndes hier. Fährt aber erstmal. Gut, okay. Müssen wir uns noch Gedanken drüber machen, aber nicht in dieser Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.